Die Paulaner Brauerei in München-Langwied. Als es der Brauerei an ihrem traditionellen Standort im Herzen Münchens zu eng wurde, siedelte sie hierhin um. Beim Neubau war Krones für die Produktion und Prozesstechnik verantwortlich. Aufgrund steigender Umsatzzahlen investierte Paulaner nun in eine neue Glaslinie. Die Brauerei entschied sich für eine Krones Mehrwegglaslinie mit einer Leistung von 50.000 Flaschen in der Stunde. Mit dabei Karl Kümpfbeck, Leiter Engineering. Mein Name ist Karl Kümpfbeck, ich bin der Leiter Engineering in der Paulaner Brauerei und mein Team und ich begleiten alle technischen Projekte, Neuinstallationen am Standort Langwied. Diese steht jetzt auf einer Fläche von gerade einmal 1400 Quadratmetern. Die begrenzten Platzverhältnisse waren natürlich eine Herausforderung, die Paulaner und Krones aber dank eines geschickten Layouts gemeinsam erfolgreich gemeistert haben. Der Nass- und der Trockenteil sind räumlich getrennt durch die Ein-End-Flaschenreinigungsmaschine Lavatec E4. Bevor das Produkt in die Flaschen gefüllt wird, durchläuft es verschiedene Vorgänge in der Prozesstechnik. Hier die Kurzzeiterhitzungsanlage VarioFlash B. Der Nassteil ist in Form einer Arena aufgestellt. Zu ihm gehören unter anderem der Füller Modulfill HES sowie die Etikettiermaschine Ergomatik. Nach dem Etikettieren der Flaschen werden sie auf einem Transporteur mit 2% Steigung auf ein höheres Level befördert. Beim Trockenteil wurde aufgrund der Platzverhältnisse mit verschiedenen Höhenlevels gearbeitet. Hier werden leere und gefüllte Flaschen und Kästen auf Transportbändern zu den nächsten Arbeitsschritten befördert. Nicht nur der Platz, sondern auch der Zeitplan war eng bemessen. Doch trotz Materialknappheit bei den Elektrokomponenten konnte er eingehalten werden. Und die Installation war nach 8 Wochen erfolgreich beendet. Alles in allem ein sehr sportliches, aber sehr gelungenes Projekt. Seit Oktober 2022 produziert die Linie nun Paulaner Weißbier und Softdrinks.